Hallo Leute, mein Name ist HotzoC und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Und wie ihr seht, unsere zwei Eisenbänder sind nicht voll und das reicht natürlich bei weitem nicht für unsere zwei Eisenschmelzen und die Stahlschmelze, die wir da hinten haben. Drum werden wir heute dieses Feld hier mit anschließen. Dann rasen wir doch gleich mal darüber. Denke, das können wir einfach runterziehen. Und dann unten mit ranmachen. Sehr schön. Den brauchst du vielleicht nicht. Dann hier auf dieser Seite noch ein paar. Oh, Förder sind ausgegangen. Ich brauche wahrscheinlich auch ein paar mehr Förderbänder. Denke, das machen wir dann mal in Rot. Ich habe noch hier einen Turm unrepariert vom letzten Mal. Dann gleich wieder hier rüber. Das sind vier Bänder, sind nicht vier volle Bänder. Sehr schön. Und dann machen wir hier einmal, zweimal, dreimal. Und dann ziehen wir das mit Rot hier runter. Müssen wir bis hier runter. Aber wir können ja hier mal rüber. Und dann wieder nach unten. Irgendwo hier müssen wir doch die Klippen. Dann gehen uns wahrscheinlich die roten Fließbänder aus. Noch ein bisschen nach unten. Hier mitten durch den Wald.
So. Ich brauche doch ein paar mehr rote Fließbänder. Auch ein paar Strommasten, weil wir brauchen dann ja auch Strom dazu. Sonst wird das nichts. Vielleicht zwei mehr hiervon. 200 Rote, das sollte reichen. Dann können wir nämlich hier doch mal das so machen. Und hier kommt das zweite Band dran. Die Leitung hier nicht mehr. Wir brauchen aber jetzt Strom für darüber, dass dann auch das Eisen ankommen kann. Und ich sehe gerade, wir sind auch nicht mehr am Forschen. Wahrscheinlich schon die ganze letzte Folge nicht mehr. Nicht gut. Dann lass uns das doch gleich mal korrigieren. Den brauchen wir nicht. So, haben wir hier Strom. Aber mit all diesen zusätzlichen Förderern brauchen wir mehr Strom. Das heißt, zum einen können wir mehr Solarpanel bauen, aber nachdem wir letztes Mal ja auch zusätzlich Kohle angeschlossen haben, können wir auch ein paar mehr Dampfkessel ranhängen. Thank you.
Okay. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Und dann brauche ich mehr Eisen. Ja, noch mehr Dampfkessel. Das geht zügig. Wenn man die Forschung einschaltet. Die Rohre, sonst wird das nichts. Wie sieht es denn hier so aus? Woran fehlt es dann? Wahrscheinlich an den grünen Schaltkreisen. Okay, Eisen kommt fast zwei gelbe Bänder raus. Okay, das sollte uns erlauben, auch noch ein paar weitere Solarpaneele aufzustellen. Das hilft alles ein bisschen. Wenn wir da mal... Ja, da sehen wir die... Der Strombedarf ist angestiegen hier, nachdem Solarpaneele runtergehen und offenbar wegen den Maschinen, nicht unbedingt wegen den Förderern, die steigen mehr so konstant. Wie sieht es denn hier so mit der Verschmutzung? Hier ein Nest, da ein Nest. Ich glaube, ich weiß, was ich zwischen dieser und der nächsten Folge machen muss.
Sonst überleben wir hier nicht lange. So, das ist wieder ein Dampfkessel. Und wenn ich jetzt hier hingehe, das einfach mal so kopiere, funktioniert das fast. Fehlen dann aber wahrscheinlich die Greifer. Kann ich mir aber besorgen. Okay, was von denen? Denen ein paar Tunnel und Teiler habe ich noch genügend. Okay, dann diese Runde. Unten rum. Ein paar Fließbänder und dann haben wir es geschafft hier. Rote Produktion verdoppelt. So, das war's aber auch schon wieder für heute. Ich gehe mal nach den Aliens schauen. Nicht, dass uns die auf die Pelle rücken, wenn wir es nicht gebrauchen können. Also bis zum nächsten Mal und tschüss!